Herzlich willkommen zurück hier bei Prison Architect mit dem Guru bei. Wir haben ja mittlerweile unsere ersten Leute hier eingestellt. Die sind natürlich noch am Searchen hier. 50 Sekunden noch und wir haben auf jeden Fall schon Wartung. Da würde ich fast sagen, dass wir hier Reinigung noch kriegen. Benötigt Vorarbeiter. Erfordert Vorarbeiter. Wo sehe ich denn Vorarbeiter? Wo war das denn? Achso, den müssen wir hier noch in ein Büro klatschen. Warte mal. Können wir ja so gut nochmal hier Büros hinhalten. So. Aktenschränke für alle. Und Schreibtische. Und Stühle. So. Und da das alles noch nicht genug ist, nochmal für jeden eine Tür. So. Das Ganze jetzt ein bisschen zacki. So, dann können wir jetzt einen Vorarbeiter reinholen und wir holen uns einen Sicherheitschef. So, dann können wir jetzt auch die Reinigung mal machen. Wir können hier bei Sicherheit können wir auch nochmal Einsatz machen. Information. Gefängnisregeln vielleicht nochmal. Da kriegen wir auf jeden Fall viel Geld von. So. Außerdem können wir jetzt mal Häftlinge, warte mal. Wir holen uns jetzt sage und schreibe 4 Prisoners? 5. Wir machen mal 5 als erstes. Holen uns als erstes mal 5 und machen mal so hier. So, dann kriegen wir gleich 5 Prisoner. Und genau, und dann können wir nochmal hier einen neuen Dings machen. Zellblock A sind wie viele? Auf 15. Dann machen wir Zellblock A mal. Damit können wir auf jeden Fall nochmal arbeiten. Klatschen wir den Zellblock A jetzt schon mal hier hin. Würde ich fast behaupten, wa? Wir machen wir mal dahin jetzt. Das Ganze ein bisschen zackig. Also müssen erstmal hier den Baum fällen. Und dann baut der Rest da schon den Kram hin. Außerdem legen wir da nochmal Strom rein dann. Können wir genauso gut schon mal machen. Und wir legen auch nochmal eine Wasserleitung rein. Legen wir einfach auf die Stromdings drauf. Sollte passen so. So, außerdem werde ich dann hier so. Oh, das passt natürlich nicht. So, wenn wir das nochmal machen, dann passt das aber. So, unsere ersten Häftlinge müssen jetzt gleich kommen. Wie vieles Wachpersonal haben wir jetzt? 4 Wachen, okay. 4 Wachen für 5 Häftlinge, das reicht. Und dann müssen wir das hier auch nochmal regeln, aber das können wir gleich auch nochmal. So, und denkt dran, ihr müsst da oben auch nochmal den Kram hinbauen.
Und ihr habt nicht mehr allzu viel Zeit. Das hat aber funktioniert. So. Unsere Häftlinge sind da. Und wir haben hier ein paar Frauen. Die hat sogar ein Kind dabei. Tochter 0. Achso, dann kann man hier... Okay. Macht natürlich Sinn. So, das habt ihr jetzt alles geregelt hier oben. Dann könnt ihr hier gleich nochmal eine Zellenwand hinhauen. Dann wird das da oben eine große Zelle. Dann ist das halt so. So, hier kommt dann nämlich mal so ein Etagenbett rein. Können wir sogar noch ein Etagenbett reinmachen, aber wir lassen es mal. Das Klo kommt dahin, 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 dahin. Genauso wie hier. Bis auf das hier dann normale Betten reinkommen. Ah ne, hier haben wir ja schon. Genau. Und hier vor der Essenskammer kommt eine Dings hin. Und hier kommt auch nochmal einer hin. So, außerdem kommen hier nochmal Gefängnistüren rein. Weil das sind ja alles Zellen. Die dann aber auch nochmal mit Dings versorgt werden müssen hier. Das Ganze geht jetzt nochmal ein bisschen schneller. Wir haben hier 4 Gefangene. Da unten steht noch eine. Warum die nicht abgeholt wird, weiß ich nicht. Hat schon ein paar Jahre abgesessen. So, hier wird aber jetzt gerade nochmal schön rumgebaut. Der eine muss hier die ganze Zeit die Dinger hochmachen oder aufmachen. So, warum das Doppelbett da hinten noch nicht ist. Du bist erstmal entriegelt. Weil dann muss er nur aufmachen für die anderen Arbeiter. So, da ist ein Doppelbett schon. So, der muss auf, der kann rein. So. Dann bekommen wir jetzt hier schon mal Zellen rein. Auch wenn das kein, sondern das ist jetzt eine... If they have babies. Und das ist doch nicht dieses Hochbett hier. Also hier fehlt ein Bett, eine Krippe und ein Duschkopf. Alles klar, das reißt ihr nochmal ab. Und den dann riegelt ihr nochmal. Also da fehlt ein Bett, eine Krippe und ein Duschkopf. Alles klar. Dann können wir hier gleich mal einen Duschkopf ranhängen. Und klatschen wir einfach mal einen Abfluss in die Mitte. Was braucht man noch? Eine Krippe. Kommt die Krippe dahin? Und das Bett kommt dahin. So, das sollte helfen. Hier habe ich ganz vergessen, die Dinger hinzubauen. So. Was denn mit den Gefangenen? Sind die dann schon in Einsatz? Ich will auf jeden Fall eine Wache hier die ganze Zeit drin haben.
Und hier will ich eine Wache drin haben. Ah, die sind gerade essen, die Ladies. Da wird jemand durchsucht. Okay, nichts gewesen. Hofzeit, Leute. Mindestgröße 4x4, alles klar. Hier sind 3. Müssen wir das Ding wohl so abreißen? Das sollten die wohl hinkriegen. Unsere Arbeitsboys und Girls. So, mittlerweile ist die hier aber wieder normal, die Tür. Die ist auch normal. Und unsere Arbeiter, boah, ist natürlich schwer zu sagen. Brauchen wir noch eine Wache auf jeden Fall. Was ist hier denn jetzt das Problem? Ein Häftling kann keiner Zelle zugeteilt werden. Das ist, dieses Problem ist mir bekannt. Ich arbeite gerade dran. Die sind halt noch nicht so schnell, die Boys. So. Den Duschkopf würde ich jetzt nochmal abreißen. Weil dann würde ich den Duschkopf nämlich so dahin machen. Außerdem, wenn das hier so die Familienzelle ist, dann kommt sie auf jeden Fall nochmal ein Bücherregal hier. Und einen Fernseher. Und da muss ich natürlich die Zelle nochmal größer machen. Reicht es immer noch? Achso, da fehlt jetzt der Duschkopf. Ja, der schleppt quasi den Duschkopf jetzt erstmal weg, damit er den Duschkopf gleich wieder mitnehmen kann. Das sind Lappen manchmal. Aber jetzt normal. Was? There are no nurseries similar by the cell. Family cells require a nursery for the prisoners to eat in. Nursery. Achso, solche Zellen hier haben mehr Betten. Na, die hat wieder was geklaut hier. Aber das war scheinbar egal. Das ist scheinbar nicht so wichtig, was sie dir geklaut hat. Wir haben unsere Tage hier auch erstmal noch gar nicht richtig geplant. Oh nein, das wollte ich nicht. So. Schlafen bis 6. Ist ja ein Frauenknast, da kann man ruhig mal schlafen bis 6. Aber die gehen halt auch schon um 10 ins Bett. Vorher haben sie noch mal Freizeit. Dafür essen sie. Weil ich würde sagen, da essen die. Dann haben sie hier noch mal Freizeit. Hier ist Hofzeit. Ist nichts. Da können die dann sich über alles Gedanken machen. 8 ist Frühstück. Vorher ist Duschen. Um 12 gibt's Mittag. Ja, das passt eigentlich.
würde ich sagen, dass das ganz okay ist. Essensmenge sollte mittel sein. Essensmenge. Mittel. Vielfalt sollte hoch sein. So. Auf 15. Ein Häftling wurde grundlos gesucht. Grundlos? Das sei ekelhaft. Wer macht denn sowas? Ich mache auf jeden Fall nicht. Wir sehen uns im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns bei Prison Architect wieder. Bis dann. Ciao.